Liebe Zuschauer, Bahnhof Großbostwitz. Genau das waren wir euch eigentlich noch schuldig. Und wir kommen zurück auf die Bahnstrecke, die stillgelegte Bahnstrecke Bautzen bis Wilden. Und in diesem Zusammenhang sage ich mal dazu, das stieß wohl auf sehr großes Interesse. Und ich bin überglücklich damit, dass wir so eine gute Quote erreicht haben. Und ich habe es bereits im ersten Beitrag erwähnt, wir müssen uns um einen Lichtblick auf dieser doch so eintönig gewordenen Strecke konzentrieren. Und das ist der Leuchtturm aus dem ehemaligen Bahnhof. Und mit Bahnhofsgebäude Großbostwitz erstrahlt nun wieder ein ganz neuer. Und ich hatte mich mit der Stadtverwaltung kurz geschlossen. Und man hat mich eingeladen zum Tag der offenen Tür. Es bot sich an. Und ich konnte dann wirklich den wunderschönen Bahnhof bewundern und eine ganze Menge darüber natürlich filmen. Sehr verstörend natürlich, als ich dann fragte, ob jemand bereit wäre, mit mir über die Historie bzw. die ganzen technischen Gegebenheiten ein paar O-Töne einzusprechen. Da hatte auf einmal keiner mehr Zeit und wie das eben so ist, schwuppdiwupp waren sie alle verschwunden und auch nach Nachfrage am Tag vor Ort war dann eigentlich kein Weg mehr drin, die Sachen ordentlich aufzuzeichnen. So habe ich zwar schöne Bilder, aber die Geschichte wollte mir keiner erzählen. Warum? Bleibt deren Geheimnis? Ich gehe da auch nicht näher drauf ein. Ich weiß bloß, dass man ein altes Verwaltungsgebäude mittlerweile mit dem Bahnhof als neues Verwaltungsgebäude installiert hat, dass die ganze Sanierung über 4 Millionen gekostet hat als Verwaltungsgebäude. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das spricht für sich. Und welche Interessen der Bahnhof nun letztendlich verfolgt, das bleibt wohl dann immer das Geheimnis der jetzigen Betreiber. Was für mich interessant war, dass es neben dem wunderschönen restaurierten Gebäude natürlich eine Historie gab. Und der Bahnhof macht es interessant und weil wir eine ganze Menge über die Bahnstrecke Bautzen bis Wilden erfahren konnten von dem Eisenbahnfreund Ronald, habe ich mir überlegt und mal angefragt, ob es da auch Archivmaterial und natürlich eine ganze Menge zu erzählen zu diesem Bahnhof gibt. Und siehe da, es gibt eine ganze Menge zu erzählen. Und genau diese Geschichte, die gucken wir uns jetzt mal an. Also viel Spaß. Das Gebäude ist auch mit Beginn der Entstehung der Eisenbahnlinie mit erbaut worden, also auch so in die Jahre 1877 folgende rum. Ziemlich großes Gebäude damals schon. Der Bahnhof Großbostwitz, wie er entstanden ist, mit Lokschuppen für eine kleine Dampflokomotive, hatte sich ziemlich schnell entwickelt, hatte auch ziemlich schnell Güterverkehr bekommen. Es wurde dann eine Abzweigstelle gemacht Richtung Kuhnewalder Tal, weil auch in Kuhnewalder Tal waren Webereien, ein Kohlehändler und anderer Bedarf, Güter hinzuschaffen, Güter abzuholen. Und da wurde erstmal die Strecke weitergebaut bis Kuhnewalde und wurde dann auf Petitionen, die Bevölkerung hat ja immer Petitionen geschickt, weitergeführt über Oberkuhnewalde und dann weiter nach Halbau und Richtung Löbau. Das Besondere daran war eigentlich die starke Steigung hinter dem Kuhnewalder Bahnhof. Dort hat sich die Bahn zum Anfang nicht so richtig rangetraut, weil sie ja auch nur kleine zweigekuppelte, also mit zweigetriebenen Achsen versehene Lokomotiven hatten. Und da war die Steigung eigentlich zu steil und zu kurvenreich. Das wurde dann also sozusagen erst gemacht, als auch stärkere Lokomotiven vorhanden waren und als in Deutschland auch Erfahrung war, wie man diese starken Steigungen auch behandelt, was man für Lokomotiven dort einsetzt, wie man diese Steigungen befährt. Also das war sozusagen eine Weiterentwicklung. Mit dem sanierten Bahnhof in Großbostwitz haben wir gleichzeitig die Möglichkeit für eine Zeitreise. So ist die Immobilie optisch genauso restauriert worden wie das Original. Naja,
war und der Betrachter bemerkt im Grunde kaum, dass die Funktion der Räumlichkeiten entsprechend einer Verwaltung angepasst wurden. Treppenaufgänge, Wartehalle und viele Details sind wieder so hergerichtet wie im aktiven Eisenbahnbetrieb. Interessant ist natürlich der Außenbereich, die Gleisanlagen und der technische Aspekt von damals und natürlich von heute, was davon noch übrig ist. Zum Anfang waren es ja Ballonsignale, die ziemlich vom Fahrdienstleiter aus für den Bahnhof gestellt wurden, Zug kommt, Zug geht und so weiter. War aber nur in der Anfangszeit. Um die Jahrhundertwende 1920 rum kamen hier Ausfahrsignale für den Bahnhof. Der Bahnhof hatte in der Ausbauphase, wo Kuhnewalde die Strecke aktiv war, drei Verkehrsgleise. Das waren die Gleise 1, 2, 3. Jeweils auch mit Bahnsteigen und in jede Richtung ein Ausfahrsignal. Und diese ganze Technik, das wurde alles mit einem Hebelstellwerk ins Bahnhofsgebäude integriert. Es waren praktisch seilzuggetriebene Signale. Die stehen heute teilweise noch, sicher nicht mehr die ersten. Die sind schon ein paar Mal getauscht worden im Verlauf der Eisenbahngeschichte. Aber meistens die Hebelwerke sind noch aus den 1910, 1920er Jahre. Also das ist alles deutsche Einheitsstellwerkstechnik, die sie hier verbaut haben. Das sieht alles nach viel Arbeit aus und so ein großes Gebäude und regelmäßiger Eisenbahnbetrieb bedurfte bestimmt einiges an Personal. Es war ja stationiert ein Fahrdienstleiter, ein Mann in der Gepäckabfertigung, ein Fahrkartenverkäufer oder Fahrkartenverkäuferin und dann ein Bahnhof selber für das Weichenstellen, der entfiel dann später, und ein Rangierer, Rangierleiter, der hier sozusagen die Rangierarbeiten für die Güterwagen genommen hat. Es waren ja noch die Gleise 4, 5, was dann die Gütergleise waren. Und der Rangierleiter hatte sogar die Berechtigung, eine kleine Lok zu fahren, also eine kleine Diesellok war hier auch in dem Bahnhof stationiert. So ging die Zeit ins Land und wo wir auf den aktuellen Bahnbetrieb eingegangen sind, so müssen wir natürlich uns damit beschäftigen, wie es geschehen konnte, dass der Bahnhof Großpostwitz so dermaßen verfallen konnte, sodass es einer so aufwendigen und kostenintensiven Sanierung bedurfte. Ja, das, bei einem Gebäude ist es wie bei jedem anderen Gegenstand. Ein unbenutztes Auto, ein unbenutztes Klavier, ein unbenutztes Haus verfällt. Wir haben ja damals, und das ist so gut die Frage, die ich auch gerne beantworte, wir haben ja damals, was ich vorhin mal kurz überrechnet habe, bis zu 6 Familien drin gewohnt in dem Gebäude. Jeder Flügel, also hier unten in dem Flügel hat unten im Erdgeschoss jemand gewohnt. Oben war eine Eisenbahnerfamilie, da war dann mein Fahrdienstleiter, ich möchte mal aus Datenschutzgründen, sage ich mal, keinen Namen. Ganz oben unter dem Dachboden, das sind ja eigentlich auch viele Schrägen, hat eine Familie gewohnt. Auf der anderen Seite war unten Fahrdienstleiter, Bahnhofsvorsteher, waren die Diensträume, Fahrkarte, Gepäckabfertigung und hier vorne die Bahnhofsgaststätte, landläufig Bahnhofskneipe genannt. Erste Etage, ein Fahrdienstleiter mit Frau und Sohn. Und eine Zeit lang meine Großmutter hatte dort 2 Zimmer. Und zweite Etage war auch nochmal ein Fahrdienstleiter mit seiner Familie. Das ist das, was mir jetzt spontan einfällt. Also käme ich auf 5 Familien, die hier gewohnt haben, die das Gebäude gelüftet haben, die das Gebäude beheizt haben, die Diensträume wurden beheizt. Und wenn im Dach mal eine undichte Stelle war, was ja bei den Pappdächern, die hier teilweise sind, passieren kann, dann ist das sofort bei irgendeinem Mieter rein, das Wasser. Oder auf dem Boden hat man ja hier, zwischendurch hat man ja hier oben in dem Durchgang einen langen Boden gehabt, wo auch jeder sein Zeug, was er nicht in der Wohnung mehr haben wollte, auf dem Boden gelagert hat. Das ist ja alles sofort aufgefallen. Na? Es wäre aufgefallen, wenn der Keller wäre aus irgendwelchen Gründen Undichtheiten überflutet gewesen wäre, weil dort die Leute ihre Einweggläser, ihre Kartoffeln hatten, teilweise ihre Kohlen. Wobei für Kohlen gab es dann extra nochmal einen Schuppen. Damals wurde ja noch mit Kohle gefeuert. Und das ist das, was eigentlich ein Gebäude lebendig hält. Das muss nicht hundertprozentig gedämmt sein. Es muss atmen. Und atmen tut ein Gebäude auch durch die Leute, die drinnen wohnen. Durch das Lüften, durch das Heizen. Und wenn das nicht mehr ist...
An dieser Stelle wird es Zeit für Impressionen vom alten und gleichzeitig neuen Bahnhof in Großboswitz. Einst ein stolzer Bahnbetrieb und heute frisch saniert, steht er als Leuchtturm der stillgelegten Bahnstrecke Wilden-Bautzen. Keine Zukunft ohne Vergangenheit. Staunt über das Alte und genießt das Neue. Man zieht mal den Hut vor der Gemeinde Großboswitz, die hier dieses Wagnis, dieses Riesengebäude zu sanieren, auch auf sich genommen hat. Ich finde das sehr toll. Ich denke mal, weil in der jetzigen Situation, wie es zurzeit in der Wirtschaft läuft, mit den inflationären Preiserhöhungen, wäre das nicht mehr möglich, so einen Bahnhof zu sanieren. Na, weil hier überschlagen sich ja täglich die Preise, sodass man schon kaum noch ein Einfamilienhaus bauen kann, weil man es nicht mehr kalkulieren kann. Ich wünsche dem Gebäude viele schöne Jahrzehnte und natürlich auch, dass hier eventuell mal wieder wenigstens auf einem Gleis ein Zug vorbeifährt zwischen Bautzen und Wilden. Das wäre natürlich ganz toll. Vielleicht schaffen es ja unsere Bürgermeister, der Wildener Bürgermeister war ja da immer sehr gut dran, dass das mal wieder werden würde. Vielleicht ist ja auch die jetzige Energiekrise eine Chance, dass bald wieder eine Eisenbahn fährt. Weil es einfach billiger ist. Mit diesen Wünschen und der Botschaft vom Eisenbahnfreund Ronald bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch mehr über die Oberlausitz erfahren möchten, so folgen Sie mir weiter auf Oberland TV und empfehlen den Kanal weiter.